Ist mir egal, Retro. Es hat ähnliche Ansätze, von daher. Das hätte ja funktionieren können. Mit diesen Stein ist auch nicht zufällig noch was, ne? Na, schade. Game sagt nein. Das habe ich auch gemerkt. Aber es wäre cool gewesen, wenn es trotzdem geklappt hätte. Aber wie soll man den sonst noch erwischen? Der Stein wird ja auch nicht umsonst da liegen, oder? Also... Okay, reicht das? Nee. Okay, schade. Da muss ich es mal anders probieren. Dann versuche ich mal den Stein da vorne hinzulegen. Apropos Game, was zockst du? Gute Frage. Nicht so rein zufällig die Adventures of Alandra. Ja, nicht weit genug. Ein Stück noch. Bisschen noch. Na, ein ganz kleines Stück. So, reicht das? Jo, okay. Es hat geklappt. Wo hat sich jetzt was aufgetan? Du hast nicht gesagt, wer erraten soll. Die Treppe ist größer geworden. Aus dem Nichts kommt einfach mehr Holztreppensteine. Holztreppendinger dazu. Macht Sinn. Jetzt habe ich aber wieder ein gewaltiges Problem. Oh shit. Ich habe mein Schwert nicht ausgerüstet. Oh Mann. Nicht gut. Ah, nein, nicht schon wieder. Nee, kann ich dann nicht mehr einsetzen. Schade. Ich konnte das Menü noch aufrufen, deswegen dachte ich jetzt gerade, geht das noch? Ach, scheiße. Du hast heute den ersten Teil auf dem Flohmarkt geholt. Also von White Knight Chronicles wahrscheinlich, ne? Geh weg! Oder geht's noch um Legacy of Kain? Hey! Mann! Na, von oben kann ich die nicht vernünftig angreifen. Da kann ich das nicht einschätzen.
Okay, so geht's aber. Von der Seite kriege ich das besser hin. Na? Na, Mist. Scheiße, Heilkräuter. Braucht man trotzdem viel Geduld für diese Gegner hier. Wenn man die nicht hat, dann sieht man alt aus. Ah. Noch ernsthaft. Komm. Mist. Gut. Waren das alle? Nee, da ist noch einer. Ah! Du hast Speere. Und ich habe dich in der Enge getrieben. So. Tada. Der Weg ist frei. Müsste ich mir mal ansehen, Max. Dann kann ich dir auch sagen, ob das was für mich wäre, weil, wie gesagt, ich habe von dem Spiel tatsächlich noch nichts gehört vorher. Bauen wir eine Treppe. Treppenbauen leicht gemacht. Das ist der Treppenbausimulator. Oh, drei Stück von euch. Ui. Ich glaube, da wäre Bombe doch die schlauere Idee. Könnt ihr da reingehen? Danke. Der hat mir den Gefallen getan. Ach, scheiße. Wenn die sich so bewegen, dann kriegt man echt ein bisschen Angst. Okay, ich versuch's jetzt mal mit aufgeladenen Stark. Vielleicht kriege ich das besser hin. Nee. Ich bin nicht schnell genug, glaube ich. Aber die kommen endlos hier. Dahinter ist aber etwas, wie es aussieht. Also muss ich die wohl irgendwie loswerden. Na kommt. So. Schon wieder einer. Endloser Nachschub. Ach, Dreck. Ich brauche Heilkräuter. Ich frage mich gerade, ändert das wirklich nie? Oder brauche ich hier wirklich einfach nur Geduld für diese Mistviecher? Wahrscheinlich. Noch Dreck. Ist denn wirklich kein Ende? Wisst ihr was? Ich probiere jetzt mal was. Schade, hat auch nichts gebracht. Okay. So langsam werden diese Viecher nämlich lästig. Oh ja, das war blöd.
Sonst versuche ich es einfach mal mit der Bombe. Würde mich wundern, Max. Ich glaube nämlich nicht. Ach Mann. Vor allem diese Viecher lassen mich nicht mal hier groß dazu kommen, irgendwas zu machen. Weil die einfach so scheiße rumlaufen. So, ich versuch's mal. Nee. Unzerstörbar. Okay, komm mal her. Eins ist auf jeden Fall jetzt weg. Gut, dann habe ich eine Statue scheinbar jetzt geschafft. Das andere Reptil da drüben, das kommt sowieso nicht zurück. Das heißt, ich habe jetzt leichtes Spiel, die nach und nach zu zerstören. Nein! Und Energie kriege ich auch noch wieder. Wenn ich mich nicht dabei dumm anstelle. Mann! Geht doch. Na, komm, los! Ach nein, ich darf nicht zu... Hä? Okay, ich verstehe es doch nicht. Mann! Ich habe keine Ahnung, was die hier von mir wollen. Das ist echt ein endloser Vorrat an Reptilien, die da rauskommt. Und irgendwann ist auch der Energie- und Lebensvorrat auch ausgeschöpft. Ah, mit dem Schwert geht's, okay. Man kann sie doch zerstören. So, jetzt nur noch die Viecher zerstören, dann haben wir es eigentlich, glaube ich. Das sagt sich jetzt aber so leicht. Mensch, komm her! Geht doch. Nur noch einer? Hier bin ich. Ich mag das nicht, wenn ich nicht sehe, ob du angreifst. Gut. Yay! Ich habe eine Explosion gesehen. Oh, und ich sehe Feuerbälle. Jetzt könnte ich irgendwie Heilkräuter und Lebensenergie und alles gebrauchen. Willkommen zurück, Sinas. Kinder erfolgreich in den Schlaf gewiegt. In der Zeit hast du etliche Tode von mir verpasst. Oh nein, nicht schon wieder drei von denen. Gibt's hier irgendwas Tolles? Heilkraut, dankeschön. So, das Statuenproblem ist gelöst, aber hier muss ich sie wahrscheinlich eh nicht besiegen. Es sei denn... Viel zu wenige. Gut, ich muss die Viecher erstmal wieder loswerden. Hm.
Mann, ich habe hier ein Problem. Und dann können die durch die Steine schießen, natürlich. Ich habe keine Heilkräuter mehr gleich. Scheißdreck. Mann, du... Und dann kommt das da auch noch hoch. Na toll. Du bist jetzt zwei Ländern, wo du hin willst, Sinas. Ja, sowas muss man wirklich gut durchplanen, das stimmt. Das ist wahr. So, an sich ist es ja immer schwierig, wenn man wirklich sowas tatsächlich vorhat. Ne, wenn man tatsächlich in ein neues Land kommt, wirklich dann eine Wohnung finden, dann Arbeit und das alles. Oh shit. Das ist nicht ganz so einfach dann, ne? Und man muss mit der Sprache klarkommen. Gut, mit Englisch kommt man zwar auch schon überall recht weit, aber es klappt auch nicht überall so gut. So, nur zwei Reptilien, die ich jetzt noch glätten muss. Und ich habe noch 9 Heilkräuter, das läuft besser als eben. Aber jetzt weiß ich auch, wie die Scheiße mit den Statuen funktioniert hier. Oh nein! Okay, du bist fällig. Japan oder Schottland? Japan wäre an sich wirklich ganz cool, das stimmt schon. Aber man muss halt auch bedenken, wenn man tatsächlich in die jeweiligen Länder zieht, ne, auch wenn man da Urlaub macht und so, es ist doch was anderes, dort Urlaub zu machen, als wenn man dort halt direkt lebt. Ist dann halt auch irgendwo ein anderes Gefühl dann und so, ne? Also ich habe schon auch gehört, dass die Leute, die nach Japan gezogen sind, es doch was ganz anderes und härteres ist, als wenn man wirklich dort einfach nur Urlaub macht. Deswegen. So, wie mache ich das jetzt? Ich muss die Dinger jetzt wahrscheinlich entsprechend zurechtstutzen. Das heißt, von denen hier drauf, da drauf, drauf. Okay, das müsste so sogar gehen. Ja, das passt. Und wehe, das lohnt sich nicht. Ein Schlüssel. Gut, nehme ich. Du warst noch in keinem der Länder, Sinas. Unbedingt Nachholbedarf. Also, Japan war ich ja selbst schon. Ich kann es dir echt nur wärmstens empfehlen. Also nach der Schweiz würde ich auch gerne noch Urlaub machen. Dieses Jahr steht tatsächlich Dänemark an. Weil das habe ich auch schon von vielen gehört, soll richtig gut dort sein. Und dann werde ich dieses Jahr mir auch ein Bild selbst davon machen. Und mal sehen, wie das in Dänemark wird. Jetzt überlege ich gerade, war irgendwo eine verschlossene Tür? In der Gegend von... Oh Gott. Jetzt muss ich erstmal aussprechen können, ohne einen Zungenbrecher zu kriegen. Fiedesande. Also, Fiedesande. Das ist echt nicht einfach auszusprechen, deswegen. Ja, das stimmt, Sinas. Mit einer Familie ist nochmal ein anderes Thema, ne? Und ja, wenn du nicht gerne fliegst, ist es natürlich auch schwierig. Dann sind natürlich weite Reisen nicht gerade angenehm, ne? Ja, hauptsächlich ein Entspannungsurlaub und halt sehen, was es dort in der Gegend alles zu sehen gibt, ne? Also ich fliege dort tatsächlich mit Cousin und Kegelverein hin. Also wir sind schon ein Grüppchen von 10 Leuten, glaube ich. Oder 9. Also es geht eigentlich. Ich frage mich trotzdem nur gerade... Stimmt, die Tür da hinten. Genau, ich bin schon richtig. Gedanklich laufe ich gerade richtig. Perfekt. Soll ich öfter so machen, den Gedanken einfach reden. Meine Gedanken machen einfach den richtigen Weg. Das finde ich so geil. Ach scheiße, ich muss trotzdem hier wieder hoch.
Nur noch hinterm Wasserfall. Du würdest wegen Angeln dahin fahren, okay. Okay, schnell weg. Ich habe keinen Bock auf Reptilien. Du hast einen Großteil deiner Kindheit in Dänemark verbracht, Max. Ist natürlich auch schön, wenn man da... Ja gut, du hast es ja auch nicht ganz so weit, ne? Scheiße, ich hätte die Truhe noch kriegen können. Ich hätte es natürlich schon von hier aus deutlich weiter nach Dänemark.